11 Tage lang dauerte die Bergung des verunglückten Höhlenforschers Westhauser. In etwa 1000 Meter Tiefen wurde er von einem Steinschlag schwer verletzt in der größten Höhle Deutschlands. Über 700 internationale Helfer haben dazu beigetragen, dass er Gott sei Dank am vergangenen Donnerstag wieder das Tageslicht erblicken konnte. Ich bin erleichtert über den guten Ausgang dieses Unfalls. Dieser Höhlenunfall hat für mich symbolische Bedeutung. Er steht für mich für die Gefahren, die in den Tiefen meines eigenen Ichs lauern. Da gibt es auch Steinschläge im übertragenen Sinn. Ich denke da zum Beispiel auch an innere Botschaften wie: Du wirst in deinem Leben nie wirklich was erreichen. Du bist zu unfähig. Ich denke, solche innere Stimmen können auf Dauer wie gefährliche Steinschläge sein, die meinen Lebenswillen verletzen, ihn lähmen, ja ihn sogar töten können. Ich denke, hier bräuchten wir alle unsere inneren Helfer. Zum Beispiel könnte das sein, eine positive Idee für meine Zukunft. Für mich ist es vor allem auch mein Glaube an Jesus. Denn er gibt mir eine gewaltige Perspektive für meine Zukunft. Denn im Glauben an ihn kann ich zur Überzeugung gelangen, dass ich aus meinem Leben etwas Großes machen kann mit der Kraft Gottes. Und deshalb ist für mich Jesus ein Retter aus inneren Gefahren. Und ich denke, der heilige Paulus hat ihn wohl ähnlich erlebt und gerade deshalb geschrieben: Der Herr Jesus Christus wird mich allem Bösen entreißen, er wird mich retten.